Vielleicht geht's dir auch so, wenn du mal wieder eine startest. Diäten klappen meistens nicht. Entweder wir halten nicht durch oder wenn doch, dann haben wir die hart eingesparten Kilos nachher schneller wieder drauf, als wir Kohlenhydrate sagen können. So, und das ist nun mal leider einfach die Wahrheit. Und dieses Video damit zu Ende. Tschüss! Nein, natürlich nicht. Denn wenn man es richtig anstellt, dann kann man langfristig abnehmen und noch viel besser das Gewicht auch halten. Ohne Jojo und so. Wie genau? Dazu habe ich 5 wissenschaftlich geprüfte Tipps für euch. Zum Thema Abnehmen gibt es irre viele Studien. Dazu, wie wir das Gewicht halten, dann schon viel weniger. Eine der größten, wenn nicht sogar die größte überhaupt, ist die National Weight Control Registry Studie aus den USA. Da werden seit 30 Jahren kontinuierlich Leute untersucht, die stark übergewichtig waren und jeder für sich und auf seine Art erfolgreich abgenommen haben. Im Schnitt 30 Kilo, die auch nach 5,5 Jahren nicht wieder drauf waren. Man hat also über die Jahre quasi Erfolgsrezepte von über 10.000 extrem erfolgreichen Abnehmern gesammelt. Und was ich besonders bemerkenswert finde, 80% der Teilnehmenden sind Frauen über 45 Jahre. Die Fähigkeit abzunehmen verschwindet also nicht einfach mit dem 30. oder 40. Geburtstag. Und, ihr habt es erraten, aus der US-Studie lassen sich auch meine 5 Tipps ableiten. Wissenschaftlich geprüft. 78% der erfolgreichen Abnehmer aßen morgens ein proteinhaltiges Frühstück. Also zum Beispiel Quark mit Obst und Nüssen oder ein hartgekochtes Ei. Das Coole daran, Protein macht lange satt, weil es den Blutzucker nicht hochtreibt, was schnell wieder für neuen Hunger sorgen könnte. Und wer schon beim Frühstück proteinreich zulangt, der nimmt über den Tag verteilt in der Regel nicht so viele Kalorien zu sich wie mit kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Wir haben dann einfach weniger Appetit. 3/4 der erfolgreichen Abnehmer wogen sich mindestens einmal die Woche oder maßen ihren Taillenumfang. Klingt nach Kontrolle? Genau, nicht gemütlich, aber kann psychologisch helfen. Wen das zu sehr unter Druck setzt, der kann sich auch Trainingsziele setzen oder eine Diät-Tracking-App nutzen. Es hilft definitiv, seine Erfolge zu dokumentieren. Manchen hilft es auch, weil sie dann gegensteuern können, wenn sie doch an Gewicht zugelegt haben. Zum Beispiel gehen sie dann eine größere Radtour machen oder essen einen Tag lang ein bisschen weniger. Und wem wie mir beim Stichwort Kontrolle gleich der Body Mass Index, also der BMI, in den Sinn kommt, der kann sich ja mal dieses Video hier ansehen. Da beschäftige ich mich nämlich ausführlich mit dem BMI und checke, ob der überhaupt noch sinnvoll ist. 62% der Leute, die erfolgreich abgenommen haben, haben weniger als 10 Stunden die Woche ferngesehen. In Deutschland liegt der Wochenfernsehdurchschnitt bei 22 Stunden. Und es leuchtet ja ein, lange rumsitzen und Serien bingen ist einfach kontraproduktiv. Da bewegen wir uns nicht, futtern irgendeinen Scheiß, Stichwort Mindless Eating, also das völlig sinnfreie Essen reinschaufeln und sind dann frustriert und essen noch mehr. Blöder Kreislauf. Weniger Fernsehen zahlt sich sogar dreifach aus. Wir sitzen weniger rum, essen weniger Quatsch und wir haben auch mehr Zeit für Bewegung. 90% der Menschen, die langfristig ihr Gewicht halten, bewegen sich nämlich mindestens eine Stunde pro Tag. Dazu gehört auch Spazierengehen und Treppensteigen. Regelmäßiger Sport ist damit der häufigste in Studien genannte Faktor. Ist also einfach super wichtig. Nicht nur, weil ihr mehr Kalorien verbrennt, sondern auch, weil Training dem Tag Struktur gibt und die mentale Gesundheit verbessert. Los geht's! Fertig. Okay, eine Stunde Sport am Tag ist natürlich nicht wenig. Aber das als kleine Motivationshilfe, es lohnt sich wirklich. Eine Gewichtsreduktion ist nämlich super effektiv. Schon 2,5% Gewichtsreduktion führen, und das sind jetzt natürlich nur ein paar Beispiele, zu bis zu 10% verbessertem Blutdruck und Blutfettwerten, zu einem regelmäßigeren Zyklus und besserer Fruchtbarkeit und zu bis zu 5% verbesserten Blutzuckerwerten. Lohnt sich also, oder? 86% aßen weniger Zucker und Fett. Und dabei ist jetzt nicht sowas wie Olivenöl gemeint, sondern schlechte Fette, wie zum Beispiel Transfette. Die stecken in stark verarbeiteten Lebensmitteln, wie hier. Pizza, Croissants oder Chips.
Stattdessen aßen die erfolgreichen Abnehmer viel Obst und Gemüse, im besten Fall mit vielen Ballaststoffen. Ach, und dann ist da noch eine Sache, die wir an dieser Stelle auch klären sollten. Was hat es jetzt mit diesen 95% auf sich? Über die seid ihr garantiert auch schon mal gestolpert, oder? Nach dieser Studie hier sollen nämlich 95% aller Diäten versagen. Krass. Und noch krasser, die 95% werden permanent in Artikeln und News zum Thema Abnehmen zitiert. Aber was steckt da jetzt dahinter? Sagen wir mal so, nicht wahnsinnig viel. Die Studie ist nämlich aus dem Jahr 1959 und wurde mit gerade mal 100 Leuten gemacht. Und das ist echt nicht gerade viel. Und trotzdem hält sich seitdem in vielen Artikeln die Aussage, dass Diäten mal grundsätzlich und sowieso nichts bringen. Bis heute. Stimmt aber nicht. Also weg damit. Fassen wir also nochmal zusammen. Abnehmen ist eine echte Herausforderung. Besser als anstrengende Crash-Diäten zu machen, ist es, sich sinnvolle Routinen zuzulegen und dadurch leichter am Ball zu bleiben. Auch das ist natürlich nicht immer easy, aber Menschen, die erfolgreich und langfristig abnehmen, die teilen 5 Gewohnheiten. Den Tag mit einem proteinreichen Frühstück beginnen, sich regelmäßig wiegen oder den Trainingsfortschritt tracken, weniger glotzen, regelmäßig Sport machen und weniger Zucker und Fette zu sich nehmen. Wie habt ihr dauerhaft abgenommen? Schreibt mir eure Geheimtipps gerne in die Kommentare. Natürlich auch, wie euch das Video gefallen hat. Um euer Gewicht zu halten, ist es super, wenn ihr euren Stoffwechsel ankurbelt. Wie das geht, zeige ich euch hier. Und die Antwort auf die Frage, macht Liebe schlank, findet ihr hier in der ARD Mediathek. Einfach romantisch. Bis bald!